Dann müssen wir im Abstiegskampf zum nächsten Verein kommen. Ein Verein, der in dieser Woche einmal komplett unter die Räder gekommen ist, um ehrlich zu sein. 6:0 verlieren die Schalker auswärts bei Bayern München. Wir haben die Highlights für euch. Ja, schönes Spiel. Super Idee von der Regie, hier nochmal die Highlights in der Länge zu zeigen. Wirklich, Grüße gehen raus. Hat euch auch gefallen, ne? Hab ich gesehen. Ja, ja. Hey, super. Volker, du warst beim Spiel im Halbzeitinterview dort, bei Sky war es, meine ich. Wie hast du das Spiel gesehen? War dann doch sehr, sehr deutlich für deine beiden Ex-Vereine auf dem Platz gestanden. Genau, klare Sache. Ich hätte gedacht, dass der Schalke kämpferisch einfach mehr drauf hat. Ich glaube, die waren schon beim nächsten Spiel. Die wussten, okay, Bayern, wenn die im Flow kommen, wenn es 1-2-0 steht, dann wird es schwer. Dann waren die Gedanken schon weiter. Dann hat auch Bülter noch gelb gesehen, dann gesperrt jetzt. Das ist alles so Sachen, wo dann mit reinspielen. Und somit war das Spiel, glaube ich, nach 30 Minuten erledigt. Aber auch von den Bayern jetzt endlich mal wieder eine starke Vorstellung, oder? Ja, war souverän, war klar. Kam auch in einen gewissen Flow rein. Ja, für sie heißt es einfach, durchzuziehen. Ja? Egal wie, jetzt die Meisterschaft zu holen und dann im nächsten Jahr Entscheidungen zu treffen, damit es einfach wieder, ja, noch eine erfolgreichere Saison wird. Also bei dir merkt man richtig, dass du mal bei Bayern gespielt hast. Ja. Ihr gewinnt 6-0 und du sagst, ja, kommst in den Flow rein. Und dann. Ja, es ist so. Ich meine, das merkt ja jeder, der mal öfters oder höher geführt hat, der weiß, okay, dann spielt es sich einfacher. Dann ist auch natürlich das Mentale da beim Gegner. Ja, das ist schwer dann für den Gegner da, sich dagegen zu wehren. Und wenn du in München spielst in der Allianz Arena und du bist als Bayern-Spieler 3-0 vorne, dann weißt du, okay, jetzt könnte es doch höher ausgehen. Ist höher ausgegangen. Naldo, hast du das Spiel verfolgt als Ex-Schalker? Ja, ich habe gesehen und man sieht, dass 4 Gegentore, das war einfach Fehler von Schalke. Ja? Das war nicht von überragend von Bayern gemacht. Ja? Und, aber das wisst ich, dass ich Spiele abhaken und jetzt nur konzentriert auf Frankfurt zu Hause, weil auswärts Schalke war schwach in dieser Saison. Aber zu Hause, du hast immer die Fans, dass die 62.000 die Kulisse hinter Schalke steht. Aber das wisst ich jetzt, ist auf jeden Fall das 3 Punkte gegen Frankfurt. Aber trotzdem ist das Spiel natürlich dann, du hast angesprochen, höher ausgegangen, als man gedacht hat. Wie ist das passiert, Thomas, dass Schalke dann so unter die Räder gekommen ist? Gut, es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass Schalke mal ein Spiel höher verloren hat. Holger hat es, glaube ich, gesagt. Nein, muss man ja auch sagen, also in der Hinrunde fand ich den Kader wirklich nur mit allergrößter Not wettbewerbsfähig, wenn überhaupt. Ich finde, sie haben gut nachjustiert. In der Rückrunde sind sie, glaube ich, Platz 8 in der Rückrundentabelle. Das hätte wahrscheinlich gereicht für den Klassenerhalt. Es ist letztlich auch eine Frage der Qualität. Wenn die Bayern dann jetzt mal einen guten Tag haben, ich habe das Gefühl, sie haben jetzt das Ziel Meisterschaft nicht nur als Trostpreis, sondern die müssen wir wenigstens noch gewinnen. Deshalb haben sie auch weitergemacht, die Bayern dann. Bülter finde ich ganz bitter. Also das darf ja eigentlich gar nicht wahr sein. Das ist der beste Stürmer und der holt sich am eigenen Strafraum eine 5. gelbe Karte. Und das Spiel gegen Frankfurt musst du ja gewinnen, sonst war es das eigentlich fast. Insgesamt muss ich sagen, was mir bei Schalke als Schalke-Fan Hoffnung machen würde, ist, dass ich früher zu Champions-League-Zeiten oft in der Arena war und habe gedacht, naja, hier sind so viele Leute, die für den Verein leben, aber es war dann teilweise auch alles mal so ein bisschen träge. Es ist wirklich schon fantastisch, wie gerade das Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft da ist. Kannst du wirklich sagen, die tragen das zu Hause oder in Mainz, das war ja auch Wahnsinn, da in der 102. Minute. Also ich glaube, selbst wenn Schalke absteigen sollte, da ist wieder ein bisschen Stolz auf die Mannschaft gewachsen. Und das war ja in den letzten Jahren jetzt auch nicht so. Aber Restprogramm ist natürlich nicht einfach. Also ich glaube nicht, dass sie in Leipzig was holen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil der Kollege da sitzt, sondern das ist einfach schwer. Muss gegen Frankfurt gewinnen. Und die haben jetzt vielleicht gerade mit der Entscheidung Glasner mal wieder ein Turnaround. Also Schalke im Moment sicherlich Kandidat irgendwie so Relegation. Naldo, du warst ja selber lange auch bei Schalke. Thomas hat die Fans angesprochen. Inwiefern sind die ein Faktor? Ja, die Fans, die leben Schalke, ja, und die macht alles, dass die Schalke gut macht. Ja, und wie ich halt schon gesagt habe, ja, wenn die Fans sieht, dass du alles machst für Schalke und dann, die steht immer hinter dir, ja, aber die letzte Zeit auch, wegen Transfer, wegen die Spieler, dass die angekommen sind, das passt einfach nicht für Schalke. Ja, und die letzte Zeit auch, die Rede auch über Qualität, das war nichts, die Hinrunde war einfach zweite Liga und sie hat
Rückrunde besser gemacht, mit ein paar Spielern, die sind angekommen. Und ich sehe noch, dass Schalke noch schaffen wird. Ja, leider, dass Bulter, dass der beste Schalke nicht dabei sein. Aber ist es ja, ein Fehler von ihm gewesen, da so in den Zweikampf zu gehen? Von Bülter? Ja, das war für mich gelbe Karte, das war klar, gelbe Karte und dann jetzt sperren. Aber es gibt auch für mich Salazar, dass die ein Kämpfer und die motiviert die Spieler. Aber wie ich habe schon gesagt, Schalke, in meiner Sicht, ist Favorit gegen Frankfurt, weil Frankfurt auch in dieser Saison nicht so gut macht, in meiner Sicht. Die hat immer noch einen guten Kader, aber auswärts die sind auch nicht so stark wie zu Hause. Aber trotzdem natürlich, du sprichst es an. Also Frankfurt ist jetzt das Endspiel, das gefühlt 10. in dieser Saison. Dann gibt es vielleicht noch ein 11. in Leipzig bei euch am letzten Spieltag. Lena, du hast dich ja auch mit dem Abstiegskampf jetzt wegen deiner Hertha wahrscheinlich auch viel auseinandergesetzt. Wie siehst du den Kader von Schalke und hat dich dieses 6:0 dann überrascht? Schon, in der Güteklasse schon, weil am Ende zählt dann auch ein bisschen das Torverhältnis. Da sind sie jetzt mit den Bochumern, haben sie das zweitschlechteste und das wissen wir alle, das ist am Ende dann auch ein Punkt, der vielbesagte Punkt. Man muss aber auch dazu sagen, dass jetzt beim Spiel gegen München, Matriciani war nicht dabei, Moritz Jens war nicht dabei, Fährmann war nicht dabei. Das waren ja auch die drei Spieler so ein bisschen, die im Jahr 2023 und in der Rückrunde jetzt auch Schalke enorm viel defensive Stabilität gegeben haben und das kann der Kader dann einfach nicht kompensieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Schalke gerade in dieser Saison, das war auch in der Rückrunde so, vor allem gegen die Top-Teams ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Sie spielen ja dieses 1-gegen-1-Pressing über den ganzen Platz und wenn du das gegen Top-Mannschaften machst, dann hast du halt im 1-gegen-1 in den allermeisten Fällen ein Mismatch, weil dein Gegenspieler vermutlich qualitativ besser ist als du. Und wenn wir dann sehen, sie haben gegen Frankfurt, glaube ich, 2:0 verloren, sie haben gegen Leverkusen 2x2:0 verloren, sie haben 6:1 gegen Leipzig im Hinspiel verloren, sie haben 6:1 gegen Union im Hinspiel verloren. Das sind halt alles Mannschaften, die in der Top 5 sind und da merkst du dann einfach, dass die Qualität bei Schalke dann auf diesem Niveau nicht ausreicht und deshalb befürchte ich auch, dass es bei diesen beiden ausstehenden Partien für Schalke vermute ich nichts zu holen gibt. Es tut mir leid. Ich hatte auf die andere Couch geguckt und gehofft, dass jemand widerspricht. Ja. Arne, sag doch mal. Ich glaube, dass Bülter ein entscheidender Faktor ist. Ich hätte mir schon vorstellen können, mit Bülter zu Hause gegen Frankfurt, dass da was gehen würde, gerade mit den Zuschauern. So sehe ich es auch echt sehr schwer. Und gerade im letzten Spiel, mir hat Fährmann auch sehr gut gefallen. Lena, du hast es angesprochen. Hat jetzt nicht gespielt. Auch ein großer Verlust aus meiner Sicht. Aber man weiß es nie. Also für mich ist Fußball Momentum auch. Ne? Also man hätte jetzt sagen können als Hertaner, okay, Hertha hat jetzt im letzten Spiel Momentum gedreht, hat 2:1 geführt und hat es dann wieder aus der Hand gegeben. Aber Fußball ist einfach Hardcore-Kopfsache. Ne? Und wir haben ja eben schon über die 6 Tore gesprochen. Bayern jetzt gerade im Spiel gegen Schalke. Ich kann es selber nachvollziehen. Ich habe viele Jahre für Hertha gespielt und wir sind eigentlich auch immer hingefahren und wollten Punkte mitnehmen, aber irgendwie hat man schon so das Gefühl gehabt, das wird echt schwer. Und wenn du so schon ins Spiel gehst, dann hast du halt ein Problem. Und du versuchst den Schalter umzudrehen, schaffst es aber nicht. Oder genauso, Benni, kannst du auch sagen, manchmal gehst du ins Spiel, es läuft alles super und dann gehst du in der zweiten Halbzeit auf den Platz und der Schalter ist umgedreht und du kannst es teilweise nicht erklären. Mich fragen dann auch die Leute, wie kann es sein, dass auf einmal irgendwie der Stecker gezogen wurde. Man kann manche Dinge nicht erklären. Da ist es dann wichtig, auf dem Platz erstmal natürlich die Fans zu haben, dass sie ein gewisses Gespür haben, dass sie halt die Mannschaft in solchen Momenten extrem unterstützen, aber eben, dass du auch 2, 3 Spieler auf dem Platz hast, die einfach mal einen Foul machen oder die mal dazwischen hauen, die versuchen, wenn jetzt irgendwie ein Spiel zu flüssig läuft auf der gegnerischen Seite, dass man mal irgendwie mal liegen bleibt im Moment. Es gibt ja auch Momente, wo man auch mal ein bisschen dreckiger spielen muss. Und das ist jetzt, glaube ich, im Abstiegskampf extrem wichtig. Das hat jetzt Bochum sehr, sehr gut gemacht in der Rückrunde. Schalke auch über beide Strecken. Das fehlt mir bei Hertha halt total, muss ich ganz klar sagen. Und dementsprechend, das ist super schwer, wir haben alle keine Glaskugel. Aber Bülter ist für mich ein entscheidender Faktor. Und ich denke auch, ohne ihn wird es schwer. Ich glaube, von der Mentalität her, die gerade hier angesprochen wurde, ist Schalke mit Bochum, das sind für mich die beiden Mentalitätsmannschaften. Und Bochum kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen. Die haben nach 7 Spielen 0 Punkte gehabt. Und
Das ist Wahnsinn, weil ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, das kostet dir auch wahnsinnig viel Kraft. Du läufst die ganze Saison der Musik hinterher, dann machst du mal eine Serie, dann bist du plötzlich auf einem Platz, sogar Platz 15 oder Platz 16, dann lässt du vielleicht mal 5% nach in der Birne, dann verlierst du wieder 2 Spiele, dann musst du dich wieder ranrobben. Das ist ja ein ständiges Auf und Ab und ich bin bei dir. Ich glaube, Schalke hat vielleicht auch gedacht, und das hätte ich vielleicht auch gedacht, wenn das Spiel, wenn die Bayern unruhig werden, kannst du vielleicht einen Punkt holen. Ich glaube, ich hätte Bülter gar nicht spielen lassen, weil der ist so eminent wichtig und dass der sich in so einem Spiel jetzt eine gelbe Karte abholt, boah, das ist so bitter. Und wenn du jetzt sagst, gegen Frankfurt gewinnst, hast du 33 Punkte vielleicht. Ihr habt alle gesagt, Stuttgart gewinnt wahrscheinlich 2-mal, dann ziehen die an dir vorbei. Und das Problem von Schalke ist Bochum, weil die lassen sich einfach nicht abschütteln. Und was da für eine Stimmung am Samstag war gegen Augsburg, ist ja Wahnsinn. Also wie die da abgehen im Pott, also vor Bochum ziehe ich wirklich alle Hüte. Wenn wir sie dann in der Relegation kriegen, dann lege ich die Hüte weg. Aber bis dahin muss ich sagen, Hut ab vom VfL. Du hast die 5. gelbe Karte von Bülter nochmal angesprochen. Kann man da Reis einen Vorwurf machen, dass er ihn aufgestellt hat? Streiten sich ja auch die Fans. Ich weiß nicht, ob man ihm einen Vorwurf machen kann, wenn er den besten Spieler mitnimmt. Aber ich glaube, ich hätte dem gesagt, also eine gelbe Karte als Bülter in München kannst du doch eigentlich nur holen in der 89., wenn es noch 0-0 steht. Ne? Als Stürmer nach hinten arbeiten. Stürmer am eigenen Strafraum hat mir immer gesagt, das bringt eh nichts. Mich hat es fast geschüttelt, als ich gelesen habe, dass der Bülter eine gelbe Karte bekommen hat. Spielen lassen musst du ihn. Also ich meine, wenn du ihn gegen Bayern, für jeden Bundesligaspieler ist Bayern das größte Spiel. Und wenn du ihn halt in so einem Spiel nicht spielen lässt, auch trotz der gesamten Erklärung, die du gerade abgeliefert hast, die auch verständlich sind. War die ganz okay oder so? Die war super. Ja, okay. Hat mir sehr gut gefallen. Nein, aber grundsätzlich, er darf in so einer Situation sich einfach keine gelbe Karte abholen. Er ist ein Profi und dementsprechend muss man ein Stück weit mitdenken. Hättest du dich aufstellen lassen in so einem wichtigen Spiel mit der Vieren? Ich meine, du bist Verteidiger, ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ja klar, aber ich denke schon richtig, dass er ihn aufgestellt hat. Und wenn der beste Spieler auf einmal nicht mal auf dem Platz steht, nur weil es gegen Bayern geht und er spielt da nicht, dann gibt man das Spiel vorher schon weg. Und das ist auch falsche Zeichen an die Mannschaft, falsche Zeichen an die Fans. Und deswegen ist es schon richtig, dass er gespielt hat. Klar, sehr bittere gelbe Karte, aber weißt du doch, wie es ist im Spiel. Es geht sehr schnell. Vielleicht läufst du dann hinten die Hacken und dann hast du eine gelbe Karte. Das ja, geht extrem schnell. Das glaubt nicht gewollt und er bereut es auch, aber dass er gespielt hat, finde ich schon richtig. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich heute angefangen, ihr hattet Training, euch auf Bayern dann vorzubereiten, spielt nächste Woche gegen die. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel gegen München vor? Wir hatten trainingsfrei heute. Hattet ihr nicht Training? Nee, wir haben frei bekommen noch gestern. Ach, deshalb bist du so entspannt. Ab morgen bereiten wir uns dann auf Bayern vor. Es steht eine ganz normale Woche. Ich denke mal, Freitag vorm Abschlusstraining gibt es dann die Videositzung. Wie wir spielen, wie Bayern spielt, stellen uns taktisch drauf ein. Und so gehen wir dann ins Spiel rein. Das war eine sehr mediengeschulte Antwort. Hast du gut gemacht. Danke.